Jo, hallo zusammen und willkommen zum Multiplayer-Video von Need for Speed Most Wanted. Servus. Heiko fährt einen weiß-blauen, was ist das? Golf GTI? Jawohl. Und ich nehme mein Karriereauto. Knallrot. So. Ich fahre die erstmal davon. Ja, tu das. Ich erzähle dann mal so lang, dass der Multiplayer-Teil nicht ganz so die Brillanz erreicht des Singleplayer-Teils. Das heißt nicht ganz so brillant, das ist eine riesen Enttäuschung. Finde ich auch. Also es ist so, der Grund, Entwickler EA Canada hat in den Multiplayer-Rennen auf Polizei und... Haha, fährst du mal weg hier? Aber lass dich erzählen, ruhig weiter. Konzentriere dich auf Erzählen. Ich konzentriere mich aufs Fahren. Also es gibt weder Polizei noch Gegenverkehr, das finde ich ein bisschen müde. Ein bisschen? Ja, wenn man... Katastrophe. Total. Wenn man sich an Need for Speed 4 erinnert, wo man im Splitscreen-Modus, wo sich der eine verfolgen hat lassen, der andere mit Radar und fiesen Fallen ausgerüstet war, um den Gegner zu fassen. Also das war schon sehr viel spaßiger. Hier ist es im Grunde nur ein normales Action. Es fehlen halt sämtliche Elemente, die den Singleplayer-Modus so besonders machen. Ja. Na, wie gern würde ich jetzt zum Beispiel durch eine Tankstelle fahren, sodass du hinter mir explodierst. Das wäre jetzt mal sehr nett. Ich meine, so demontiere ich dich zwar auch schon, aber es wäre jetzt noch angenehmer, wenn ich dich komplett demütigen könnte. Ja, das stimmt. Schön, dass du mir recht gibst. Ja, das in dem Fall. Genau. Was mich außerdem stört, ist, dass nur 4 Spieler halt mitfahren können. Das ist zwar wie im Singleplayer, aber es spricht ja nichts dagegen, Multiplayer-Teil das auf 8 Spieler anzuheben. Also genau. Das ist ein bisschen ärgerlich. In anderen Rennspielen geht's doch auch. Ich fahre ja schon wieder gegen Mauern. Ja, ich hole dich trotzdem nicht ein. Ich meine, es ist schon spaßig und so, aber es ist halt, was übrig bleibt, ist halt nur ein sehr simples Action-Rennspiel, weil die Fahrphysik ist keine große Herausforderung, auch wenn ich ja ständig immer irgendwo gegenfahre. Und jetzt gleich sogar gewinnt. Ja, völlig zu Recht. Mhm. So, Endsport, mich kriegst du nicht mehr. Ja, Turbo ist halt wichtig, den kann man aber auch deaktivieren. Und da hat er gewonnen. Ich habe ja auch mein Turbo-Shirt an. Daniel fehlt so ein kleines bisschen die Souveränität des Alters. Er kann eine Niederlage einfach nicht akzeptieren und will zwanghaft noch eine Revanche. Gut, wenn ich ihn nochmal demoralisieren soll, kriege ich ihn hin. Ich will einfach zeigen, dass das vorhin Glück war, was du da gezogen hast. Ganz einfach. Sieht man hier ja schon. Mhm. Nein, du legst einfach den besseren Start hin mit deinem Golf GTI. Fahr einfach besser. Ah, okay, das. Mhm, klar. Allerdings, was fahren wir jetzt hier? Das ist jetzt ein Rennen von A nach B. Genau, aber auch hier gilt keine Polizei, kein Gegenverkehr. Ja, und auch keine Zeitlupe übrigens. Es wäre zwar schwierig gewesen, das wahrscheinlich umzusetzen, aber mein Gott, wir sind nicht die Designer, sondern sich halt mal einen Kopf machen. Wenn du schon so ein cooles Element hast für einen Singleplayer-Modus, finde ich, sollte es auch im Multiplayer-Modus dabei sein. Wobei die Frage ist, wirkt sich das aus, weil die Zeitlupe hast du immer gebraucht, um der Polizei oder dem Gegenverkehr auszuweichen. Hier, ja, dann weiche ich halt hier aus. Mir? Na klar. Du musst mir erstmal einholen dafür. Das kriegen wir schon hin. Boah. Ja, jetzt wird es Zeit für den Reset. Sind wir gegen eine Säule gefahren? Ja, das kann mal passieren. Jetzt habe ich dummerweise gerade auch keinen Turbo-Boost mehr. Das ist nämlich so tatsächlich das einzige ein kleines bisschen taktische Element bei der ganzen Geschichte. Mhm. Der Einsatz des Boosts. Der lädt sich zwar schnell wieder auf, aber der ist auch genauso schnell wieder weg und der ist schon relativ wichtig. Wobei das in Underground 2 ein bisschen besser gelöst war, da hat sich das Nitro nur dann aufgeladen, wenn du riskant gefahren bist, sprich ganz knapp am Gegenverkehr vorbei, der ja wieder mal wegfällt. Ich sag's immer wieder. Ja, klar. Hier musst du einfach nur ein bisschen warten und dann ist das Ding wieder voll. Das ist ein bisschen traurig, das Ganze. Ja. Soll ich eigentlich mal anhalten und kurz einen Kaffee holen, damit du mich einholst? Ich glaube, ich krieg dich jetzt gleich noch. Du machst jetzt bestimmt noch, ja, weil du jetzt kurz vor dem Ziel noch Nervenflattern kriegst, machst du jetzt noch den entscheidenden Fehler. Ich sehe das schon kommen. Ja, auf einer Geraden hier, kurz vor Ziel. Ja, ich hab mir jetzt doch mal gedacht, ich sehe noch mal eine Chance. Oh, wieso bist du denn schon im Ziel? Es steht 1:1, Herr Klinge. Ja, gut. Sie haben noch 20 Sekunden. Ich finde, wir müssen da eine Entscheidungsschlacht machen. Jo, und zwar mit Raketen und Atombomben. Im dritten von 3 Modi. So, Daniel hat es ja nicht anders gewollt. Eine kurze und schmerzlose Entscheidung. Und zwar in einem Drag Race. Ich finde immer noch der spannendste von diesen 3 Modi. Weil hier muss man sich nämlich um Gegenverkehr kümmern. Das Auto steuert wie in den Vorgängern selber in den Kurven. Man muss den quasi nur auf der richtigen Spur halten, um nicht in den Gegenverkehr zu brettern. Und ausweichen, was schwierig genug ist. Aber hallo. Und gleichzeitig aufpassen, dass der Motor nicht überhitzt. Also das ist schon ein bisschen konstant. Oh, mich hat zerrissen, Ja.
Daniel, jetzt mach aus Fairness auch einen Fehler hier. Nein, davon ist es Ziel und nein, davon ist es schön. Der einzig wahre Sieger. Nee, das war jetzt ja auch mehr so eine kurzfristige Geschichte, wo es mehr so auf Reflexe ankommt. Ich bin ja ein paar Jährchen älter, lässt das so ein bisschen nach. Bei mir ist dann eher so auf Kondition. Du willst damit sagen, wenn wir jetzt noch 10-mal fahren, dann würdest du gewinnen auf Dauer. Das ist ein guter Plan, das machen wir jetzt. Machen wir doch.